So, meine Lieben, ich glaube, jetzt heißt es Finale. Ne? Alle zwei Level haben wir noch vor uns. Es sei denn, es kommt hier noch ganz zufällig aus dem Nichts heraus eine geheime Zone. Aber gut, beim Level, dass das Ende nah hat, heißt, oder das Ende ist nah heißt, wird wahrscheinlich so viel nicht mehr kommen. Ne? Sehr schön. Ach nein, nein, lass mich ruhen. Geh weg da. Hilfe. Okay, jetzt eskaliert ja alles komplett, habe ich das Gefühl. Nee, weiter! Ich sterbe! Ich will nicht sterben! Schnell! Gut. Ich glaube, ich hätte meinen Monitor ein bisschen heller stellen sollen, ja? Irgendwie gerade ist etwas dunkel. Warte mal, da unten ist doch was für mich, oder? Ach, aber jetzt die ganze... Nee, ach Gott. Als die ganze Zeit dieses nervige Alarmgeräusch. Keine gute Entscheidung für die Soundkulisse. Das geht leicht auf die Nerven. Wäp, wäp. Oh, die ganze Zeit hier. Ja, aber ne, ist halt hier. Dr. Eggman hat halt hier den Alarmzustand ausgerufen. Okay, ich kann jetzt nicht springen, ich kann nur diese Stäbe da wanken und umschieben. Jetzt geht's ja weiter mit dem Ding, mein Gott. Schnell! Okay, aber das Leben, das hätte ich mir jetzt so oder so schnappen können. Ich hab's ja auch, weil da ging's ja jetzt so oder so lang, oder? Jetzt weg da. Oh Gott, ey, das macht mich immer nervös, ne? Bei solchen Spielen! Okay, ich hab noch 6 Leben, also mit. Leben 0 zählt ja auch noch als sein Leben, wenn ich mich nicht täusche. Ja, einfach. Genau, wir holen uns einfach immer schön das Leben. Trotzdem jetzt nicht in den Bohrer und diese komische Bohrgrillwand der Zerstörung. Nicht reinlaufen. Oh Gottes Willen. Was für ein Stress hier. Alter, das ist aber haarscharf hier. Das ist haarscharf. Gut, jetzt bin ich wieder sicher. Habe ich recht? Ich habe recht, oder? Halt, 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 halt. Das nehme ich mir natürlich mit hier. Die Giftwolke da, die Popelblase nehme ich mir mit. Da kann mich keiner von aufhalten. Ja. Okay, jetzt verbinden wir einfach Sachen von beiden Leveln. Ja, Sonic, komm ein bisschen in Gang hier. Natürlich falle ich wieder. Natürlich. Und tschüss. Also schön ist das nicht, ne? Muss man ehrlich mal sagen. Das... Aber gut, ist in Ordnung. Das ist das finale Level. Klar, möchte man da ein bisschen auffahren. Okay, ich wollte schon sagen. Ich dachte, ich krepiere jetzt wieder, aber... Nein, das kann doch nicht sein! Natürlich falle ich nicht nach links. Ich falle natürlich nach rechts, wo der Abgrund ist, weißt du? Boah, alles... dieses Alarmgeräusch geht mir so auf die Nerven, das ist unfassbar. Also, so, jetzt machen wir das nochmal. Und los geht's. Rennen, 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 rennen. Lass dich nicht von den Typen da irritieren. Nein, egal. Einfach ignorieren. Oh nein. Okay, gut. Sorry, ich mag die Depressen echt nicht. Also, ich mag solche Insta-Dev-Sachen in den wenigsten Fällen. Außer es passt halt. Na gut, bei Pressen passt das wahrscheinlich. Aber alles andere überlebe ich ja auch, ne? Wenn ich die Stacheln falle und Ringe habe, passiert nichts, aber wenn ich zerquetscht werde, war es das. Boah, ey, dieses Geräusch, ja. Ja, soll, da müsst ihr halt auch durch, ne? Das ist halt. Vielleicht bin ich doch einfach nur etwas geräuschsensibel, kann auch sein. Weiter, schnell. Rennen. Beeilen. Ja. Noch ein Leben. Ja, immer her mit dem Leben. Perfekt. So gehört sich das, ja. Das sind so Sachen, die muss man wahrscheinlich einfach mal gespielt haben. Dass man auch weiß, dass gerade an der Stelle so eine fette Wand hochkommt, ja. Das weiß ich doch nicht. Ja.
Meine, die Wiesel ist ja eh generell einfach nur laufen, aber deswegen hat man wahrscheinlich da auch ein Leben platziert. Weil man wusste, dass es da Sachen gibt, die nicht so ganz eindeutig sind. Oder die man nicht vorhersehen kann. Das ist ja dann zumindest fair, wenn man sich dessen bewusst ist. Ach du Scheiße, während mich die Dinger verfolgen. Schnell! Nein, beeil dich, was ist denn los hier? Okay. Ich wurde gewaltsam noch weggepresst. Hat funktioniert. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt überlebt habe, aber ich war scheinbar noch in dem Unsterblichkeitsmodus. Schön. Immerhin. So, Leute. Letzter Endgegner. Besiege den echten Dr. Eggman. Willst du das sagen? Ich habe die ganze Zeit nicht gegen... Oh nein, ich sehe schon. Nein. Erstmal, ich habe die ganze Zeit gegen einen falschen Dr. Eggman gekämpft. Ich sehe gerade, was der Endgegner ist. Das ist dieser Eiertyp da mit dieser, mit diesem Eierring. Also, klingt jetzt falsch, wenn man das aus dem Zusammenhang reißt, aber der Typ mit dem Eierring, aber ihr wisst ganz genau, was ich meine. Genau, ich hasse diesen Gegner. Ich habe ihn schon immer gehasst, wirklich. Obwohl, diese Mini-Eggmans, die sind ja schon niedlich, also. Achso, die will ich gar nicht zerstören diesmal. Gut, aber man kann es mittlerweile ein bisschen besser sehen zumindest, wo man angreifen kann und wo nicht. Ich bin hier etwas in die Ecke gedrängt. Boing. Boing. Oh ja, das geht eigentlich besser, auf jeden Fall. Okay, das stelle ich mir gerade ein bisschen doof an, aber ist nicht schlimm. Ich klemme. Achso, gut. Das war bewusst so. Nee, du hast mich besiegt. Und tschüss. Okay, jetzt habe ich wieder, ich dachte schon. Das ist einfach so zulassen. Ja, halt, die schnappe ich mir natürlich noch. Ich würde sagen, jetzt haben wir wahrscheinlich mehrere Bossphasen. Okay, was macht er jetzt Feines? Okay, ich darf in die Viecher nicht reinlaufen, das geht nicht. Ja, einfach nur kriegen wir hin. Sagt er und hat es nicht hinbekommen. Naja. Oh, was war das denn? Dabei, was geht denn hier ab, ey? Okay, kriegen wir hin, komm. Also. Aber ist ja gut, dass man wenigstens ein bisschen was anderes probiert. Wie gesagt, dieser Boss hier ist ja schon sehr stark angelehnt an den bekannten Eierring-Boss, den wir kennen. Darf nicht so gierig sein hier. Boing. Ja, warten wir einfach, bis die Dinger explodieren. Wir müssen ja keinen Stress, wir haben 10 Minuten Zeit. Wir haben 10 Minuten Zeit, wir müssen uns keinen Stress machen. Boing. So. Ich finde immer noch jetzt die Musik trotzdem wie so ein Horror-Zirkus klingt, ja. Aber jetzt explodiert er. Die restlichen Eier waren scheinbar nur zur Dekoration da. Aber schön, dass die Zeit wenigstens stoppt in dieser Zwischensequenzzeit. Das hatte man bei vielen alten Sonic-Teilen nicht gehabt. So, jetzt. Das ist einfach nur. Früh genug ranwagen. Und den Eiern ausweichen. Es geht schon mal. Ich muss immer ein bisschen stoppen, kurz bevor, genau, nicht direkt reinrennen. Dann geht das. Oh, der hat verschiedene Eier. Ne? Manche bouncen ein bisschen schneller, manche etwas langsamer. Die zum Beispiel. Oh, alter Walter. Das war schon okay. Ich dachte, jetzt kommt noch groß was. Ah, komm, jetzt kommt doch noch eine Phase, oder? Du kriegst doch noch nicht auf, Robotnik, oder? Du hast doch noch was im Petto. Kommst du mit einem Riesenroboter an, ne? Ja, das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Quatsch. Was? Was? komm, es gibt noch einen nächsten Akt, oder? Ladevorgang, ne? Das war's oder nicht? Ja, gut, das war eine schwache Leistung, Robotnik, muss man ehrlich mal sagen. Ich
klar, ich hab dich wieder besiegt, du Arschloch, ne? Nee. Na, warte nur ab hier. Meine Rache folgt. Episode 2. Und in 3 und 4, aber 3 und 4 gibt's nicht mehr. Ich sag doch jetzt, jetzt fliegen wir ins Weltall. Aber das erst... Ne, komm, jetzt geht's noch weiter, ne? Ah, doch, siehst du, da oben geht's nämlich doch weiter. Ah, ich wollte schon sagen, das wäre jetzt ein bisschen antiklimaktisch gewesen, wenn das Ende gewesen wäre. Egg Station, ja. Und, ja, Egg Station, bitte, ja. Komm, die machen wir jetzt noch in die Folge mit rein. Showdown im Weltall ist jetzt ein Akt, ja. Außerdem geht die Folge erst 10 Minuten. Showdown im Weltraum, jetzt holt er seinen Riesenroboter raus, wetten. So, jetzt immer schön die Ringe einsammeln, die werde ich hier brauchen können. Ah, jetzt kommt nochmal alles, oh cool. Finde ich auch nicht schlecht, ich mag solche Boss Rushes. Das wird das jetzt ja sein, ne? Alle nochmal! Ah, nice! Ja, ich bin ein Fan von Boss Rushes, sorry, aber das ist... Erinnert mich immer so an die alten Mega Man-Teile, die ich übrigens auch unbedingt noch spielen werde auf meinem Kanal. Ich bin ein riesiger Mega Man-Fan. Da gab es auch immer einen schönen Boss Rush, so kurz vor Dr. Wily am Ende. Ja? Okay. Das schaffen wir doch, oder? Nee, halt, halt, halt. Ach, Mann, da waren noch viele Ringe. Ah ja, der Boss hier, der war ein bisschen nervig, glaube ich, oder? Oder war der nervig? Eigentlich nicht so sehr. Also die Sache ist natürlich einfacher durch dieses, ne? Diesen Bash hier, wo ich einfach so... anvisieren kann und dann nach vorne spinnen kann. Das hilft natürlich sehr viel weiter im Leben. Das hilft mir sehr viel weiter im Leben. Also meine Ausdrucksweise ist halt auch perfekt, ne? Ja, nimmst du dich übel. Ist schon spät. Ich habe wieder ein paar vergessen, oder? Scheiße. Ah, jetzt kommen die Dinger. Ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. Das finde ich ein bisschen schwierig hier. Es geht eigentlich. Na! Die nehme ich alle mit. Wo sind wir jetzt eigentlich nicht? Ich glaube, ich mache mir da mehr Panik, als ich eigentlich müsste. Einfach aufpassen, wie die hier aus der Wand schießen. Ja, das ist scheiße. Muss ich also von vorne machen, ne? Oder muss ich alles von vorne machen? Ne, muss ich nicht. Gut, habe ich gar nicht mitbekommen, dass da. Ich war mir da, dass da ein Checkman war. Ich war mir halt nicht unsicher, ob ich da jetzt 4 Lufträume hatte, wo ich mich festhalten konnte. Wo ich mich befinden konnte, ohne zu sterben. Und dann bin ich natürlich direkt in die Mitte geflogen, wurde zu quetschen. Ja. Sehr praktisch, ne? Oh, oh. Dann kommt zweimal, geht immer. Obwohl ich sagen muss, weil ich jetzt so gerade so sehr, das alte Robotnik-Design gefällt mir einfach auch besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo er wirklich noch ein bisschen kleiner und dicklicher aussah. Ich weiß auch gar nicht, warum er solche komischen Querstreifen da auf seiner Jacke hat. Wahrscheinlich, weil seine Figur betonen soll oder so, ich weiß es nicht. Ja, ein bisschen Mode muss auch sein, ne? Ich habe keinen von den Ringen eingesammelt. Halt, 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 halt. So, jetzt kommt nochmal der Eiermann hier. Oder ne, er kommt nicht, jetzt haben wir das nochmal. Ah, okay. Nochmal da, bam. Jetzt holt er gleich seinen ganz großen, dicken Kumpel raus. Oh, das ist neu. Den hast du vorher nicht rausgeholt. So, ja. Ja, was macht er jetzt? Oh, jetzt. Nein! Scheiße! Was geht denn da hinten ab, ey? Jetzt geht's ja richtig los, Mensch. Wie leben eigentlich noch 2? Naja. Ja, Sven, ich muss sagen, du bist noch ein bisschen langsamer geworden, ne? Übrigens, diese Zwischensequenz. Das gerade, ich konnte das nicht steuern. Ich wurde gerade so ein bisschen nach hinten gezogen. Alter. Hm?
Jetzt, ja. Los, springen, genau. So, jetzt, was... Was hat er im Petto? Schnell nach vorne, nach vorne. Habe ich ihn getroffen? Mann, ich... Das ist scheiße. So, jetzt stirbst du. Ah, gleich kommt noch was. Das war da jetzt ja nur ein bisschen Vorgeplänkel. Also, meistens ist ein Boss-Rush und dann hat man nochmal einen Endgegner. Ja, wahrscheinlich kriege ich jetzt keinen Ring mehr, ne? Da ist Sonic wie eh und je fies, ne? Dann gib mir nicht kurz zum Ende noch ein paar Ringe. Aber... Doch, oh, wow. Das Spiel ist gnädig. Ah, klar. Das Ende muss immer... Muss natürlich immer im Weltraum stattfinden. Da ist er doch. Ey, ich hab's ja gewusst, ja. Ja, ja. Hat ein bisschen restauriert, ne? Ein bisschen... Okay, das hier ist ja ganz klar Sonic 2 Endgegner. Ist schon mal nicht so nervig mit den Armen, weil da konnte man immer im zweiten Teil in die Stachelarme laufen. Das scheint hier zumindest bei dem normalen Walk Circle nicht der Fall zu sein. Oh, jetzt bin ich mal weggerollt hier. Ja, mach dein Ding. Jetzt nimmt er seine Arme nach vorne. So. Er hält ein bisschen mehr aus, aber auch nicht so viel. Ja, viel macht er nicht, ne? Also, einfach nur fliegen, auf den Boden klatschen und sich treffen lassen. Ja, ab und zu mal seine Ärmchen nach vorne strecken. Tut mir nicht weh. Es tut mir weh, ich will das nicht. So. Na. Ja, sollten wir gleich geschafft haben, ne? So. Oh, Ultra-Dive-Modus. Du Scheiße. What the fuck? Geht's dir gut? Was? Was soll ich jetzt machen? Ich kann ihn nicht treffen. Nein, meine Ringe. Meine Ringe. Gib mir meine Ringe. Okay, ich verstehe. Ich verstehe meinen Fehler. Naja. Ich hätte wahrscheinlich jetzt auf den Arm springen müssen und dann auf den Kopf. Ich glaube, der Kopf war das Einzige, was man treffen konnte. Oder an seinen Rücken, das Jetpack. Das wäre höchstens noch treffbar gewesen. Ringe, 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 Ringe. Das Wichtigste ist, dass ich meine Ringe nicht vergesse, ne? Immer schön abbouncen. Ich habe Zeit. Ich bin erst bei 4 Minuten. Ich habe noch ganze 6 Minuten Zeit, den Kampf zu schaffen. Nicht ganze 6 Minuten, aber fast die kompletten 6 Minuten. So. So, komm. Gleich kriegt er wieder seinen Stromanfall da. Nicht sein Schlaganfall, sondern ein Stromanfall. So. Tja. Tja, komm. Gib auf. Ja, er eskaliert noch nicht. Ist ein bisschen tankier, der Gute, aber ist ja auch ein riesiger Todesroboter. Der sollte schon ein bisschen was aushalten. Jetzt gehen wir lieber... Jetzt sind wir ein bisschen vorsichtig lieber. Ja, jetzt macht er wieder den hier. Okay, ich hab sie eingesammelt. Ich hab sie immerhin eingesammelt. Ey, wie ich da ausweichen soll, keine Ahnung. Jetzt kommt er da runter. Vielleicht schießt er sein Ärmchen. Ja. Okay, ja. Jetzt kommt er vielleicht runter. Ah! Wo bin ich? Wo bin ich? Ich hab. Ich. Das war scheiße hier.
hab geklemmt da hinten. An seinem Arsch. Das kann doch nicht sein. Okay, wir kriegen das noch hin. Ja, also ich muss den Arm scheinbar oft genug andotzen und dann wird er auf ihn selbst getroffen. Oder dann kehrt er zu dem zurück und beschädigt ihn selbst. Also keine Chance, dass ich den irgendwie anders hinkriege. Ich verstehe auch nicht, warum ich ja manchmal getroffen werde und manchmal nicht. Oder warum ich manchmal Schaden nehme und manchmal nicht. Also das ist mir ein Rätsel. Bei den meisten Zeit kann ich problemlos abdotzen. Ich glaube, ich darf nicht so nah an den ran. Hey, das hast du noch nie gemacht. Warum machst du das plötzlich? Ich verstehe dich nicht, Robotnik. Warum bist du, wie du bist? Na, vorsichtig. Ja, jetzt manchmal dotze ich nämlich richtig ab, ne? Dann pralle ich an so einer fetten Wampe so ein bisschen nach unten ab, aber ich muss so nach vorne abprallen, sonst wird das nichts. Komm runter, los. Du dein Ding. Scheide dahin. Mein Ring, mein Ring, mein Ring. Mein Mensch, warum löst er sich denn dann immer auf hier? Die paar Sekunden hätte man mir doch noch geben können. Scheiße. Ja, dann überlebe ich es nicht. Dann kann ich jetzt auch gleich einpacken, eigentlich. Ah. Okay, das war's. Gut, dann würde ich sagen, für den Part machen wir Schluss. Im nächsten Part kriegen wir es hin. Bis gleich. Oder bis zum nächsten Mal, ja.